Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute ein weiteres Filmtagebuch. Ich wollte da eigentlich immer ein bisschen mehr auf Zack bleiben, aber ja, ihr seht schon, mit Wollen ist es nicht getan. Darum heute wieder eine Folge. Ich will auch gleich anfangen, weil es waren jetzt doch wieder ein paar Filme. Nicht ganz so viel. Ich habe nicht wirklich so viel geschafft zu schauen. Bei einigen Sachen wird es teilweise noch Einzelreviews zu geben. Fangen wir mal an. Wir haben letztes Mal aufgehört mit Mission Impossible. Dann habe ich noch The Godfather Part 3, also der Pate Teil 3 geschaut. Ich weiß, ich bin euch da noch schuldig. Die ganzen Videos, der Teil zu Teil 1 habe ich, glaube ich, schon fertig gedreht. Wird es auch ein Gewinnspiel zu geben beim ersten Paten mit dabei. Wird demnächst veröffentlicht. Und dann, wie gesagt, schaut mal wieder vorbei hier auf diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal, dann könnt ihr das Video nicht verpassen. Aktiviert die Glocke. Bloß mal so, kleine bisschen Eigenwerbung hier. Dann hatte ich mir nochmal The Batman angeschaut. Steelbook ist ja auch erschienen, habe ich euch in, kürzlich erst vorgestellt. Ich hatte mir den hier, weil ich einfach nicht warten konnte, nochmal auf Apple TV gekauft und mir nochmal angeschaut. Ja, ist einfach nur, funktioniert auch zu Hause grandios, dieser Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolutes Meisterwerk. Ich verlinke euch hier an dieser Stelle auch nochmal das Review. Dann Film, auf den habe ich mich sehr gefreut. Lamp. Was soll ich sagen? Also Film, der Trailer hat wirklich sehr viel versprochen. Ist ja, glaube ich, ein schwedischer oder dänischer Film. Ich weiß es gar nicht mehr. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also der Film mit Naomi Rapace, die ist ja sehr bekannt hier. Wo hat sie noch mitgespielt? Ich guck mal schnell. Hier bei Alien zum Beispiel hat sie mitgespielt. Sherlock Holmes, Bright, What Happened to Monday. Genau, da war sie so, wo sie mir eigentlich so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Hat ja schon ein paar Filme. Das spielt sie auch alles ganz gut. Aber dieser Film hat so, ich erzähle mal kurz, worum geht es überhaupt, die leben so, war das ein norwegischer Film, schwedischer Film, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, jedenfalls so sehr zurückgezogen, so in den Bergen, haben so eine Lämmerfarm oder was weiß ich, so ziehen da hier Schafe groß und so weiter und eines Tages, der Film fängt auch an, wo sehr wenig Dialoge ziehen sie halt so ein Lamm kriegt neu wird geboren und man sieht gar nichts. Auf einmal nehmen sie das und ziehen das selber groß. Und du weißt jetzt gar nicht so, was ist los. Und ist dieses Lamm halt sehr, ist halt wie ein Kind. Ich will jetzt hier auch gar nicht groß spoilern, so irgendwie. Aber sie ziehen dann halt dieses Lamm groß für sich. Natürlich ist dann die echte Mutter sozusagen ja nicht darüber erfreut. Und dieser Film, ich weiß gar nicht, wie ich die Story erzählen soll. Der ist halt sehr abstrakt, sage ich mal. Ich stehe auf so eine Filme eigentlich. Ich will auch nicht spoilern bei diesem Film. Also dieser Film ist halt sehr merkwürdig. Wie gesagt, sie ziehen ein Lamm als ihr eigenes Kind groß, was schon sehr merkwürdig ist. Es wird auch nie groß irgendwas hinterfragt, es wird nie groß was erzählt. Wir haben auch gar nicht so schöne Bilder irgendwie. Okay, wir haben da diese schöne Landschaft, das ist okay, kameramäßig ist da auch nichts Besonderes, musiktechnisch ist da nichts Besonderes. Der Film hat eigentlich nicht viel zu erzählen und tümpelt so die ganze Zeit vor sich hin. Ist teilweise wirklich ellenlangweilig, bis er denn zu diesem komischen Showdown nachher kommt, wo man sich auch dachte, das war es jetzt gewesen, das ist jetzt das Ende, das war's. Und es, wie gesagt, es wird ja nichts groß erklärt, es wird auch keine so Sachen so hingedeutet oder irgendwie, dass man es selber herausfinden könnte. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also für mich war der Film eigentlich eine völlige Enttäuschung, völlige Enttäuschung. 2 von 5. Also war wirklich, hatte mir davon, wenn ich den Trailer gesehen habe, der hat, wie gesagt, ich stehe auf so Filme, die anders sind, aber das war mal wieder meiner Meinung nach nichts gewesen. Dann hatte ich mir The Truman Show angeschaut. Review dazu hatte ich gemacht, war ja von der Bucketlist-Poster, hatte ich schon gemacht. Verlinke ich euch nochmal hier unterhalb dieses Videos. Denn Studio 666 hatte ich ja vor kurzem erst das Review gemacht. Sehr cooler Film auf jeden Fall. Verlinke ich euch auch nochmal das Review dazu. Dann habe ich mir Ghostbusters 1 und 2 angeschaut. In 4K. Wollte die mal wieder gucken. Werde ich wahrscheinlich mal so ein Doppelpack Review zu machen. Darum will ich an dieser Stelle noch nicht groß was dazu sagen. Dann den ersten Doctor Strange nochmal angeguckt. Wie gesagt, ich habe mir ja den neuen Doctor Strange angeschaut. Wollte ich mal den alten nochmal gucken. Und ich finde den alten, ich finde ihn immer cool. Also der Benedict Cumberbatch irgendwie, es passt so, diese Rolle, dieser Humor von ihm, diese Überheblichkeit und so, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich fand ihn damals schon geil und finde ihn immer noch geil. Habe ihm immer wieder eine 4 von 5 gegeben. Ich mag den Film einfach.
Dann Moon Knight, ach, die Serie, genau. Die fand ich auch ganz cool. Ist ja die Disney Plus-Serie Moon Knight. War sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hat er sehr gut gespielt, diese Figuren mehrere. Ja, war okay. Fing sehr gut an, muss ich sagen. Aber ich finde, das Finale nachher war sehr überhastet. Vielleicht hätte man das noch auf 2 Folgen strecken können. Das war sehr überhastet, alles sehr schnell. Und die eine Folge da, wo sie in dieser komischen Traumwelt oder was ist ich, was da war mit diesem, mit dem Boot auf dem Sand da irgendwie, das fand ich irgendwie total, das hat mich da irgendwie voll rausgezogen und hat ein bisschen mich runtergezogen. Ja, denn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Review dazu hatte ich ja auch gemacht, findet ihr hier unten ein Review, den Link zum Review. So. Ja, dann The Scorpion King, ich hatte ja das 4K-Steelbook euch gezeigt, hatte mir ja, den Film jetzt auch angeschaut gehabt und ja, ich finde, der ist immer noch cool. Ist ein cooler Abenteuerfilm, ist ein cooler Film mit Dwayne Rock Johnson. Der sieht natürlich ein paar Effekte sehen blöd aus, aber das 4K auch schöne, kräftige Farben, schönes, klares Bild. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich mag diese alten Mumienfilme, diese 3 Filme und der hatte für mich immer dazugehört irgendwie. Also gibt ja mehrere Filme von The Scorpion King, die anderen waren natürlich alle richtig rotzig. Ich glaube, ich hatte da bloß ein oder zweimal von gesehen. Wie gesagt, die sind ja ohne Dwayne Rock Johnson, die waren alle totaler Käse, totaler Müll. Die gingen gar nicht. Aber der erste The Scorpion King hier mit Dwayne Rock Johnson, der funktioniert jetzt auch noch sehr, sehr gut. Ist ein cooler Abenteuerfilm, wie es ihn heute irgendwie gar nicht mehr so richtig gibt, ja. Denn Pitch Black, ich habe euch ja die Edition vorgestellt, hatte mir die jetzt nochmal angeguckt, ist immer noch ein cooler Film mit einer geilen Atmosphäre, einen coolen Vin Diesel noch irgendwie, ja, so ein cooler, ja, Alien-Horrorfilm, könnte man es bezeichnen, coole Atmosphäre, auch das 4K sieht sehr gut aus, gerade in den dunklen Szenen und so weiter, hat das, ja, sieht der Film sehr, sehr gut aus, ja, Atmosphäre funktioniert. Es ist nicht so wie bei den letzten Alien hier, dass sie alle so extrem dumm sind und sich so extrem dumm verhalten. Das funktioniert hier alles noch, ist alles so einigermaßen glaubwürdig und ja, ist eine coole Story, macht Spaß der Film. Ich habe ihm immer noch eine 4 von 5 gegeben. Ich finde, also das ist ein cooler Alien-Horrorfilm. Also einer der besseren, sage ich mal. Ja, ja. Dann, wie gesagt, hatte ich ja noch 2 Filme geschaut, wo demnächst auch noch Reviews von mir kommen, und zwar Uncharted und The Lost City. Darum will ich jetzt noch gar nichts sagen. Da kommen auf jeden Fall noch Reviews und dann natürlich Morbius, aber da müsste das Video jetzt ja auch schon online gewesen sein. Ich verlinke euch das nochmal an dieser Stelle. Ja, das waren die Filme gewesen. War jetzt gar nicht so viel gewesen jetzt in letzter Zeit. Wie gesagt, Wetter wird schön, da guckt man nicht mehr ganz so viel. Serien hatte ich ja The Office abgeschlossen, hat sehr viel Spaß gemacht. Macht sehr, sehr geile Serie. Sonst bin ich jetzt dabei, Jerks zu gucken. Bin jetzt gerade die zweite Staffel durch. Bin jetzt bei der dritten Staffel. Sage ich am Schluss halt auch nochmal was, wenn ich damit fertig bin. Aber ansonsten, wie gesagt, schaue ich gerade nicht so viel, weil, wie gesagt, schönes Wetter. Nochmal kurz, wie gesagt, was heißt, bleibt dran. Schaut immer wieder vorbei auf diesen Kanal. Wegen der Pate wird es ein cooles Gewinnspiel geben und wird auch bald erscheinen, dieses Video. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.